Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Vio und wir sind hier heute auf dem Brenner. Und hinter uns steht der 1826, mit dem bin ich gerade hochgefahren. Gleich kommt der Railjet und hier steht ein City Shuttle. Und ja, wir sind heute ein bisschen auf dem Brenner. Ich bin noch am überlegen, ob ich den Fahrradweg abchecke oder nicht. So, während der Railjet hinter mir anrollt, hier hinten eine Baumaschine, Gleisbaumaschine, die ist vorhin, als wir hoch sind, neben uns hergefahren, nach dem Tunnel hier beim Brenner. Heute mal extra langsam und jeden Moment dürfte hinten der 1826 abfahren. So, der Regio ist gerade da hinten raus und jetzt fährt aus irgendeinem Grund der City Jet vor. Vorhin habe ich, glaube ich, City Shuttle gesagt. Das war natürlich falsch, ist natürlich ein Talent. City Jet, die Lackierung und nicht City Shuttle Garnitur. Huch. Er macht merkwürdige Sachen, aber ich glaube, der rangiert nur, weil er hat jetzt, glaube ich, keine planmäßige Abfahrt. Wahrscheinlich fährt er hinter dem Regio hinterher, also hinter den 1826. Und dahinter schicken die einen Railjet hinterher. Auch sehr merkwürdig. So, als Lok haben wir die 1216020. Die ist sogar richtig rum dran. Heißt, der Streifen beginnt hier unten, geht hoch und wird hoch weitergeführt. Sehr schön. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die Abfahrt abwarten. Ich würde nämlich gerne mal gucken, was in den Zügen alles steht. Ich habe nicht alles gesehen dort. Und falls ihr mein Video kennt von Landeck, da haben wir ja gehört, die Taurus haben einen anderen Abfahrtssound, den schönen von der 1116. Und das war jetzt der Abfahrtssound von der 1216. Wir haben keine Tonleiter beim Starten, leider Gottes, aber naja, man kann nicht alles haben. Und mir ist noch was aufgefallen bei der Lokomotive für die Zulassung für die verschiedenen Länder, Österreich, Slowenien, Italien. Sehr merkwürdig, aber sehr interessant auch. Deutschland war, glaube ich, nicht mal oben. Also nur Italien, Österreich, Slowenien. Auf jeden Fall interessant. So, und der fährt jetzt weiter Richtung Wien. Genau. Und wir gehen jetzt auf freie Strecke. Zumindest mal gucken. Den Fahrradweg angucken, ja. So, wir sind hier jetzt an der sogenannten Südrampe. Hier geht es dann runter Richtung Bozen, Verona, alles mögliche. Da hinten haben wir jetzt den Bahnhof, da sieht man noch einen Jazz. Der müsste jedoch jetzt nicht losfahren, jetzt müsste erst der Flirt, der vorhin angekommen ist, losfahren Richtung Meran. Und hier haben wir eine wunderschöne Captrain 494. Eine Sache, die ich nicht verstehe, der Radweg ist hier separiert, ordentlich, von der Startstraße. Und trotzdem sehe ich mehr Radfahrer auf der Startstraße als auf dem Fahrradweg. Und ich denke mir so, warum? Ich fahre ja selbst Fahrrad und ich weiß genau, ich habe es auch lieber auf dem Fahrradweg als auf der Startstraße. Und der Fahrradweg sieht halt nicht mal schlecht aus. Also der ist halt gut konditioniert und eben schön weg von der Startstraße da hinten. So, ja, haben wir auch schon unsere ersten Merch Italia Rail E412. Ich und Nummern. Vom Brenner runter, die Südrampe. Okay, ich habe mir irgendwie spektakulärer vorgestellt, aber es kann auch sein, dass der Lärm gerade einfach alles kaputt macht. Aha.
Wem haben wir denn da? Das müsste die TXL Lorian und dahinter war eine in der neuen Lackierung. So, jetzt ist es übrigens kurz vor 10 Uhr, in 10 Minuten circa. Und wir wissen ja von mir zu Hause, vom Unterland, dass ab 10 Uhr eine Wartungslücke ist bis 12 und dort keine Züge fahren. Also dürften hier jetzt theoretisch auch keine fahren. Theoretisch, aber praktisch nicht. Wir fahren jetzt noch Züge, Güterzüge müssten auch noch sein. Regionalzüge sind auf jeden Fall. Und dann gucken wir einfach ein bisschen. So, das war jetzt der Eurocity 81 nach Bologna Centrale von München und den haben wir hier am Brennerbad aufgenommen. Ich weiß nicht genau, ob hier mal ein Bahnhof war oder nicht oder irgendeine Kontrollstelle auf jeden Fall. Sieht auf jeden Fall verdächtig danach aus. Nightjet Locker vorne dran, 012 und ja, sehr spannend. Wir gehen jetzt noch ein bisschen gucken. Eventuell, oben auf dem Brenner steht ja noch ein Güterzug. Vielleicht ist der, fährt der dahinter dann jetzt nach. Rail Track Tram Company EU43 im Doppelpack. Also die kommen hier fast direkt aus dem Tunnel raus. Deshalb haben die hier noch so eine recht schnelle Geschwindigkeit. ÖBB Vectron mit ausschließlich Winner-Container. Hatte ich so jetzt auch noch nie. Geil, aber ja. Und alles verschiedene. Hier haben wir kleinere, größere Richtung Brenner. Die hier machen ganz viel Lärm, die anderen wiederum nicht. Sehr schön. So, wir gehen jetzt weiter. Den habe ich nur kommen hören. Und dann schnell wieder Kamera ausgepackt. So, wir sind hier jetzt auf der Brücke, unter der wir gerade noch fast standen hier unten. Und auf jeden Fall, da hinten haben wir das Nordportal, wenn meine liebe Kamera scharf stellen würde. Und wir probieren da jetzt irgendwo hinzukommen. Also es sieht danach aus, als hätte ich mit meiner Vermutung gerade eben nicht so Unrecht gehabt, dass das hier mal ein Bahnhof war. Denn da unten sind solche bahnsteigähnlichen, ja, Klötze oder so liegen da einfach rum. Also scheint mir halt wirklich mal ein Bahnhof gewesen zu sein, aber nur irgendwas Kleines, vielleicht Verladezeug oder so. Mir ist da nichts bekannt. Deshalb, ja. Und wir sind hier jetzt eben auf der Brücke oben. Da unten waren wir vorhin. Und hier waren gerade wieder Fahrradfahrer, die lieber auf der Startstraße fahren, anstatt hier auf dem Radweg. Toll. Wir warten jetzt den Regionalzug ab und rein theoretisch sollte ja auf dem Brenner oben noch ein Güterzug stehen, mit Rail Traction auch nur. Und der könnte nach dem Regio sein, deshalb warte ich jetzt auf dem Regio und dann gehe ich runter ans Nordportal und dort dann hoffentlich Güterzüge. So, hier haben wir jetzt einmal wunderschön das Nordportal. Regional Express fährt hoch in einer Stunde circa, hat aber Verspätung. Ansonsten haben wir nicht viel, was hier raus oder rein könnte. Außer halt hoffentlich Güterzüge. Aber das sieht gerade auch nicht so toll aus, weil hinterm Regio war dann kein Güterzug. Toll.
eine EU43 im Alleingang mit Gütern Richtung Süden ab ins Nordportal. Die wird immer, immer langsamer. So, das war jetzt der Regional-Express von diesmal nur Verona nach Brenner und nicht Bologna, aber okay, da gibt es auch anscheinend ein paar, die was nur von Verona fahren. Ja, der war jetzt schnell da. Auf jeden Fall werden wir langsam wieder Richtung Bahnhof, aber hier noch ein paar Spots auf jeden Fall nochmal gucken. Regionalzug kommt auch gleich von unten. Dürfte diesmal ein Flirt sein. Und ja, den werden wir jetzt auch noch gucken, wie er rausgeht aus dem Portal, weil ich es recht cool fand, wie die Züge hier rausfahren. Und danach gehen wir wieder rüber. Ich würde gerne auf der Brücke noch einen haben, wie er unter uns durchfährt. Weil vorhin hatte ich ja nur neben der Brücke. Da könnte dann der Regionalzug, der startet dann ja in 20 Minuten wieder, wenn er hier ankommt. Ansonsten hoffen wir auf den Güterzug natürlich. Und ab Richtung Brenner, Flirt, Regionalzug, wir waren Brenner. So, und da bekanntlicherweise Hoffnung nicht stirbt, hoffen wir jetzt, dass ein Güterzug hinter den Regionalzug. Tatsächlich nach 10 Minuten endlich ein Güterzug. Und jetzt kommt auch gleich der Regionalzug von oben wieder. So, hier haben wir ihn wieder, den Regionalzug Brenner Meran Flirt. Sehr schön. So, hier haben wir wieder die Baumaschine, die ich vorhin auch schon gesehen und erwähnt habe. Die scheint tatsächlich etwas zu machen. Schotter ablassen. Interessant. So, wir sind jetzt wieder zurück am Bahnhof. Lange wird der Block nicht mehr dauern, weil es schon 12:30 ist und 13:00 fahre ich mit dem Regionalexpress runter. Hier hinter mir ganz schöne Message Italia Rail. Loks und vor uns steht hier übrigens hier noch ein Güterzug mit einer EU43 und vor uns stehen jetzt zwei Eurocity, den einen sieht man nur noch nicht. Das hier ist der von Bologna nach München und der andere, den man gleich sehen wird, von München nach Rimini und ja, der versteckt sich hier noch, da wo heute in der Früh der Railjet stand. Der Mann im Vordergrund entfernt jetzt die Zugschlusstafel, welche in Italien Pflicht ist, in Österreich jedoch nicht. Deshalb kann er die jetzt entfernen, weil er ja Richtung Österreich, Deutschland fährt, weil die kauft sie dann nicht mehr. Aber in Italien. Ah ja. So. Perfekt.
hier haben wir jetzt schon unseren Regionalexpress und somit würde ich sagen, war's das mit diesem Video. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann, mach's gut und ciao.